So war er im Jahre 1989 also folgerichtig der Schlüsselwart seines eigenen Lebens. Ambivalenten Wechsels schienen seine Gefühle zwischen verschiedenen Perspektiven zu changieren, im Pendel des Herzinniglichen. Das Lydia kennengelernt haben verlief zunächst, ursprünglich aber etwas holprig. Auf eine etwas bizarre Art begab er sich unter irgendeinem obskuren Vorwande für den Takt einer Momentaufnahme in ihr Grüppchen hinein, war für einen Moment mal nicht Lone Wolf, sondern ging den risqué seinen Schritt, ein vermeintlicher Teil selbiger Gruppe zu sein, doch let's face it, er war es nicht und wollte es in gewisser Weise auch nicht sein. Doch sein Innenleben dürstete nach der Frage, wie es ihm wohl gelänge, die werte Lydia für ein Einzelgespräch gewinnen zu können. Zwar verlöre er hierbei auf bestimmten Ebenen einen Teil der Sympathie vereinzelter anderer Zaubergestalten ihrer Gruppierung, doch das tangierte ihn in diesem Moment nur peripher.